Dit is die zevende predigt, even in Galata brief. Hun redner is Johan Dyck. Laatste week hield wie beim eng vom vierden Kapitel op. En dat vijfde Kapitel, vers 1 tot 12, schlitt Paulus den tweeden Teil van diesen Brief auf. De eerste Teil wären de Kapitel 1 tot 2, wo hij zijn Apostelamt verteidigen deit. De tweede Teil wär van Kapitel 3, vers 1, tot Kapitel 5, vers 12. Dort deit hij den Unterscheid zwischen de Gerechtigkeit durch den Glauben en de falsche Lehre, dat wie dat Gesetz ook nog brokken om zeilig te worden. En zo hebben we dan den laatsten Aufschnitt vom tweeden Teil für uns. Wir gehen dann am ersten Vers vom fünften Kapitel. Dort steht, dann blieb nu an die Freiheit, wozu Christus uns verholpen hat, in Lotjund nicht ware ein Sklovenjoch ableihen. Wat uns hier noch einmal so wichtig worden ist, dass Jesus uns zu einer geistlichen Freiheit beraubt hat. Wir sollen uns nicht ware träg unter das Joch bringen loten. Soll dat dann meinen, dat wie die Tieren gebauten nicht holen sollen? Nee, dat leib ich nicht. Wenn Paulus vom Gesatz redt, dat het uitgedeint haft, dann meint hij de hunderte Gesatzen, wat sich bij de Juden ewere Joren hadden taubgesammelt. Dat wie sei er so, als dat ook bij ons Mennoniten vorken is. Zum Beispiel, ewere Joren haben de verschiedene Kirchen allerhand Reilen angesammelt. Die meeste Reelen hadden tot eine Zeit ook vielleicht een gouden Zweig. Diese Ordnungen sollen die Gemeindeglieder helpen, ein Heiljungsleben te vieren. Diese Reelen hadden Ferken met Hoor- oder Kleidermoden te daunen. Einstemal reelden diese Gesatzen ook de Wirtschaft, wat voor 40 Jahr angebracht wären en wonen nicht. Sei er so, wie dat ook bij de Juden te Paulus seine Zeit. Ein besonderes Teken von den Juden wäre die Beschneidung. Gott hat ja Abraham dette Mal befohlen, aus ein Teken von den Bund zwischen Arm und Abraham seine Nachkommen. Paulus sagt hier aber, dass diese Reilen ein knechtet Joch wären. Redt Paulus dann je in Gott sein gebaut? Nee, er stimmt hier hundertprozentig mit Jesus. Jesus sagt, hei wir nicht gekommen, dat Gesetz abzuleisen, aber zu erfüllen. Die Pharisäer dachten, hei würd sein, dat Gesetz wir schlecht, und dat einer durch keine Verantwortung mehr zu haut. Hei seht aber, hei wir gekommen, dat Gesetz zu erfüllen. Dort meint, hei wir gekommen, um dat Gesetz so vollständig zu holen, so as Gott het gemeint hat. Nicht bloß nur im Büterlichen no, aber nur den Jästhänger dat Gesetz. Paulus wist je, dat Jesus dat Gesetz vollständig tevredengesteld had en daarmee een nieuw Bund angefangen had. Dort wie de Bund vom Glauben. Wils dit een betere Bund wie, seht Paulus dort klar eruit, de oude Bund is een Joch, wat voor de Menschen veel te schwer is te drehen. Jesus oberhaft ons frie gemerkt van al die beschuldigende Gedanken, wat dat Gesetz met zich brengt. Nu soll wir an dieser Freiheit blieben und nicht weiter trägonen nur das Aule. Ja, die dat auch so aus der Galata. An je voll all noch die Freiheit am Glauben, aber sie wollen auch sicher sein, dass sie nichts über seinen haben. Vielleicht hast du die auch in den letzten Jahren oder auch kurz für Jesus entschieden. Nu aber, um Frieden zu haben in der Familie, musst du lieber weiter nur das Aule träg. Dann wollen sie die vielleicht nicht mehr meiden. Aber kijk doch einmal, was du dadurch verlässt, wenn du dort abjafst, was du aber aus Wahrheit erkannt hast. Die Galater hatten auch damit zu kämpfen. Was konnte schaden, wenn sie nu auch noch dort deiden, was die jüdische Lehrer anreden deiden? Sie wollen beides, und dort will Paulus anbibringen, dass dort nicht geht. En vers 2 lezen we dan, Ek Paulus, zei jünd, wann je jünd beschneden loten,
dann haupt jün Christus nuscht. Diese falsche Lehrer hatten angesagt, sie können nur wäre noch Christen blieben, aber sie sollen sich auch noch beschnieden loten. In andere Wird lehrten die, dort eine erstliche Beschniedung das jüdische Gesetz erfällt, und dann können sie Jesus annehmen, also beides. Paulus hält hier kein Blatt für das Mühl. Er sagt, tschetje mal, ich Paulus sei jünt. Er redet hier nu aus Dianja, wo die Macht von einem Apostel hat. Dit hat viel Gewicht. Er sagt, wenn je jünt nu beschnieden loten, dann halbt je Christus nuscht. Er wiederholt das noch einmal in Vers 3. Ich sage noch einmal zu einem jederen, der sich beschnieden lässt, dass er dann schuldig ist, das ganze Gesetz zu holen. Wer sich beschnieden lässt, der ist das ganze Gesetz schuldig. Wo soll einer das verstehen? Wer sich beschnieden lässt, der sagt damit, ich stelle mich nun freiwillig unter das Gesetz, und damit sage ich, dass ich dadurch weltseilig worden. Womit kann ich diese Einstellung vergleichen? Nehmen wir zum Beispiel, dass wir eben ein grautes Wasser fahren wollen. Das ist ein grautes Schiff, wird dit Meer all ferkenhaft eben gefahren. Das ist aber auch eine Lamm mit Raudeln. Bei den Galata wird das so, als wenn sie sich all einmal auf das graute Schiff begeeft hatten, und nu auf einmal sollten sie vom Schiff nur die Lamm am. Sohne, wo dort daunen, können nicht mehr ab die Sicherheit vom Schöp hopen, aber sie merken sich dadurch schuldig, mit ihrer eigene Kraft, eben dort mehr zu raudeln, in dort erst je ansehen. Paulus sagt in Vers 4, wann je durch das Gesetz willen gereicht worden, dann ha je jünd von Christus losgemerkt und sind von der Gnade aufgefallen. Wort kann schlimmer sein, als dort wie Christus verlieren. Er sagt, wer dort tät, der ist von der Gnade gefallen. Wer du dann keine Gnade mehr für die Galater, wird sich all Hoden beschnieden loten? Dort sagt Paulus nicht. Er sagt, sie sind von der Gnade gefallen. Sie haben das selbst verursacht. Gott hat seine Gnade nicht wahrgenommen, aber sie haben die Gnade ihren Regen getiert. Dit ist dieselbe Trouble, was auch die Hebräer haben. Dort wir nicht bekehrte Heiden, so ist die Galater, aber Jüden, wird sich zu Jesus bekehrt haben. Wills die Hebräer so sehr verfolgt worden, in ihr Leben wären ihren nieren Glauben an Jesus so schwor geworden wir, fangen sie an zu überleihen, auf sie umdrehen sollen. Sie dachten bei sich, dass es wohl besser sein wird, wenn sie zurückgingen nur das Gesetz in ihren alten jüdischen Glauben. Der Schreiber vom Hebräerbrief schreibt dann Kapitel 6, Vers 4, was saß, diese bekannte und sehr strenge Wird. Da lesen wir, Hebräer 6, 4, was saß, dort ist nicht möglich, die einmal zum Licht gekommen sind, in der Himmelsgabe geschmeckt haben, in Anteil am Heiligen Geist haben, in Gott sein Gottes Wort in der Kraft über die kommende Welt erfahren haben, wenn die dann auffallen und Gott den Regen handreihen, die waren aber ein frisches Bekannen zu bringen. Für sich selbst haben die damit Gott sein Sehen noch einmal gekriegt und zum Spott gemerkt. Viele haben diesen Vers so ausgelacht, dass die ab so einer Hand dienen, wo noch eine andere Kirche gegangen sind und haben sich dort bekehrt. So eine waren dann angesehen aus Antrühe, und aufgefallen und damit sind sie nun ab ewig verloren. Das ist aber eine ganz falsche Utleih von dieser Farsch. Hier ist die Rede von Saune, wo das Licht gekriegen haben. Sie haben die himmlische Gove geschmeckt. Wer soll hier wohl selbst gemeint sein, als die, wo die Wahrheit vom Evangelium erkannt haben? Sie haben geschmeckt. In andere Wird, sie haben sich wahrhaftig zu Jesus bekehrt. Das sagt je, sie wären teilhaftig geworden am Heiligen Geist. Wann so eine abrechte Christen von diesen Glauben auffallen, dann ist das unmöglich, an Ware zu die Büße zu bringen, weil sie mit dieser Tod sozusagen Jesus Ware Kriechen daunen und am Dormet verspotten.
Ook hier sagt die Schriever nicht, dass sie nicht können verjeft worden. Gott wird verjeven, wann sie würden umwängen. Wort dis falsch aus unmählich nennen dat, es an wahrer zu de Büße zu bringen. Wenn du einer bist, wo dat Aule verloten haft, willst dat meier op het Gesatzbüt aus op dem Lebenjen glauben, dann hast du dort gedonen, wat de Bibel leert, wie deine Seelen. Wie sollen rüt kommen uit dort, wat op dood je woorden büt, in chein Leben haft. So is de Juden, zal wie ons nu ganz op Christus verloten, dat hij ons raden deed, en ook in diesen Glauben dreuren wordt. Lot die bloos nicht van zone, wat die verspotten en tausaten doorzubringen, dat u diesen levenden Glauben verlaatst en träg nur dat oude jijst. Kraakt zone, wat dort deiden, zijn met Hebräer saas gemeint. En dezelfde hiervoor stunden ook de Galater. In Vers 5 jaft Paulus den Unterscheid an, wo sich die wahre Glauben von den Olen unterscheiden dat. Hij sagt nur, unsere Hoffnung ist, dat wir durch den Heiligen Geist in durch Glauben für Gott gereicht worden. Wie Christus Jesus teilt dort nicht in Bet, ob wir beschneiden sind oder nicht. Hij verlangt Glauben, die durch Gott sennen zum Verschienen kommt. Hij sagt, wie lüren derch den Glauben am Geist, no dei Gerechtigkeit, ob dei man hopen mat. Dort is ne andere Gerechtigkeit als dei, wat einer sich selbst prauf te verdienen, indem einer gewisse Gesatzen in reellen prauf note kommen. In diesem Fall wird dort die Beschneidung, wat die Juden es notwendig sagen, um bei Gott als gerecht angesehen zu worden. Die Gerechtigkeit, wovon Paulus redt, kommt vom Glauben. En wann dort hier vom Hopen redt, dann meint dort nicht die Sort Hopen, wo einer sich niemals ganz sicher is. Einer kann hier kriegt sich gut verhopen, dort wird vertrühen brücken, wie es hier von den Unterscheid zwischen den zwei Sorten Gerechtigkeit geredt wird. Die eine verdient einer sich durch das Heulen vom Gesatz, der andere kriegt einer aus Geschenk, wat einer am Glauben annimmt. Hier mat wie vertrühen, um dei te kriegen. Wie Jesus talen all diese Worte nuscht. Alles, wat talt, is de Glauben. Dat vertrühen, wat sich durch de Leib an andere uitrekken deed. In Vers 7 sagt hij dan, je wären al zo fein op dem Weg. Wer haft jut abgeholen, dat je nicht meer no de Wahrheit horchen? Sie hadden alle zo'n gouden Aufhang gemerkt. Wo kommt es dann, dass sie sich ab einmal von der Wahrheit wollen wegdrehen? Hij halbt dann in Vers 8 denken, dorhaft der Jünd nicht zu berät, der Jünd beraupen haft. Dei, wat an dor zu berät haft, ist nicht dei, wat an zum lebenden Glauben beraupen haft. In andere Wied, diese falsche Lehrer wären keine Vertreter vom Herrn Jesus, der an beraupen hat. In Vers 9 jeft hij een Beispiel, wo gefährlich dis Gedanken is, dat wie noch meier brocken als allein Jesus Christus. Hij sagt, dat nehmt bloß een kleinet beetje heef, durch den ganzen Diech durchzugehen. Hij sagt, een kleinet beetje heef, dat den ganzen Diech durchtragen. Een kleiner Anfang haft een grootet eng. Wat hier op Spel is, is een Grundsatz. En dat is dit. Riekt Jezus zijn dood om Kriegstouw, dat wie doordurch kennen zeilig worden, oder broek wie nog een beetje meier door touw. Paulus oberhaft die storke hoopning, dat de Galater nog nicht alle anders gesend zijn. Hij zegt in vers 10 zo, wils wie am Herrn einzend, ha ik nog dat vertrouwen en jünd, dat je nicht worden een andere gesendung aannemen, en dat Gott den strofe wordt, de jünd verwehren deed, en don't wer dat is. Die Janja, die an op falsche Wege vieren wil, die wordt zijn oordeel dreuren moeten. Dat schient nu den 11. Vers no, dat deze falsche Lehrers versucht hadden, de Galater te bereden, dat Paulus datzelfde predigen deed als zij. Dat schnitt hij hierover kort af en zegt, lieve Brüder, wann ik nog predigt, dat menschen zich moesten beschnieden loten, waarom word ik dan vervolging lieden?
dann brock doch se keiner an Christus in Kriez steiten. Wann hei noch emma de Beschniedung predigen deid, dort meint, wann hei noch emma dat Gesatz lehren deid, dort einer sich durmert in Himmel verdienen kun, worum ward he da noch emma verfolgt? Worum musst he da noch emma für seinen Glauben leiden, besonders von den Juden? Nee, dort wir ganz klar, wann hei bloß ware dat Gesatz predigen wud, dann wurd dat Eugenes vom Kriez haben abgehört. Wot erst dat Eugenes vom Kriez? Dort ist ein Eugenes für die Menschen, wot die Leben ihre Worken wohren an ob irgendein Weich halpen, wie Gott gerecht gesprochen zu wohren in angenommen zu wohren. An euer dort, dort Jesus sein dort am Kriez an aller schuldig merkt, ob sie gute Worken haben oder nicht. Dort Kriez sagt unsere gute Worken talen rein nicht. Bloß Jesus sein dort talt für uns, wann wir den für uns im Glauben annehmen. Zum Schluss von diesem zweiten Teil vom Brief sagt Paulus in Vers 12, Ich wünsch, dass die, die jün trublen, sich selbst schnieden würden in jün zufrieden loten. Er mocht jeren sein, dass diese Verstierer baul würden utgerat worden, kragt so es die Proven, die Galater ihren Glauben an Jesus utgeraten. Wat soll wir dann ut diese erste zwei Teil lehren? Ich möchte hier ganz persönlich zu dir reden. Vielleicht kämst du uit ne Gemeind, wo das nicht ab diesen Weich gelehrt wird. Vielleicht erst die das aller fremd. Dort kann sein, dort deine Lehrer diese Sort Predigt aus ne Irrlehr an seinen. Sie leben dort einer nicht von der wahren Geburt und vom Bekehren so klar reden soll. Sie leben dort an gute Worken, und dort wann einer sich wie die Gemeind anschlitt, in Prof der Gemeindenordnungen Note kommen, dann ist alles in Ordnung. Nur Maja soll einer nicht sehen. Ich will die überfragen. Nur wort wie kicken sollen, um utefingen, wort ne ehrlich ist und wort nicht. Soll wie nicht an Gott sein Wort kicken? Du machst dort prüfen, ob dort, was ich hier über den Galaterbrief gesagt habe, richtig oder falsch ist. Wann dort richtig ist, wer sind dann die falschen Lehrer? Sind dort nicht die, wot seien, einer kann ob ein anderen Weich gerat worden, aus bloß durch den Glauben? Dit ist ne ganz ernste Sache, willst die Soten uns wel die Uhren schmieren. Wann du noch niemals hast, mit klarem Verstand Jesus angenommen aus den Rada, dann bist du verloren, kragt den daunt, ob du gedeibt und wie gemeint bist oder nicht. Lot die nicht verfehlen, von dei wat seien, dort ist nicht neidig. Komm auch am Glauben nur Jesus, kragt so es der Galater dort deiden, aus Paulus to an Predigen deid. Wel wir nu noch taub beten. Lieber Herr Jesus, ich bete, dort viele dort erkennen mochten, wo de Wahrheit es. Dort sie sich nicht würden verfehlen, loten, von dei wat seien, einer mat noch meier aus Glauben an Jesus han. Einer muss auch noch gute Worte haben. Wir weiten vom Galaterbrief her, dass dort eine falsche Sache ist. Ich bete, dass Menschen dort erkennen möchten und dass sie sich würden ab die verloten für ihr Heil und nicht ab dort, was sie gedonen haben. Lieber Herr, ich bete, dass viele möchten diesen Schritt nur die donen von dir. Amen. Ich wünsche dir alle eine gute Wirkung. Auf Wiedersehen.